Servus, ich bin der Michi Bückers, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und im deutschen Bergführer-Lehrteam. Und heute bin ich mit dem neuen Völkel Rise Above 88 unterwegs. Und nicht nur beim Ski hat sich einiges getan, sondern auch beim Fell geht Völkel neue Wege. Und ich möchte euch gerade die Neuerungen kurz zeigen. Letztendlich, was gleich auffällt, wenn man das Fell in die Hand nimmt, ist, dass das Trägermaterial eigentlich fehlt. Also dieses Baumwollträgermaterial, das in herkömmlichen Fellen drin ist, das ist auch relativ anfällig, das sich vollsaugt. Und das passiert eben bei den Fellen nicht. Die sind wirklich ja, sehr unempfindlich, was Feuchtigkeit angeht. Außerdem neu ist ja, die Klebertechnologie, die Völkel verwendet. Was wirklich schön ist, ist, dass man sich eigentlich diese Trägerfolie spart, oder? Dass man sich die Folie spart dazwischen, dass man einfach Kleber auf Kleber kleben kann und das auch sehr, sehr leicht wieder auseinander bekommt. Und das liegt daran, dass Völkel diese Smart Glue Technologie verwendet. Das heißt, der Kleber wird sehr gleichmäßig verteilt und das ist eben auch ein besonderer Kleber, der einfach ja, sehr leicht auseinander geht. Dann kommen wir eigentlich auch gleich noch zur nächsten Neuerung. Auch das Fellanbindungssystem hat sich geändert. Ihr seht, es ist kein Loch mehr im Ski. Und man hat eigentlich vorne und hinten so einen Haken und kann das Fell eigentlich kann sowohl von vorne auffällen als auch von hinten auffällen. Ich zeige es euch jetzt mal von vorne. Genau. Und fäll hier mal auf. Hinten ist so ein Endhaken, wie ihr ihn kennt, einfach oben drüber schmeißen und einmal das Fell noch festreiben und los geht's. Genau. Und zum Abfällen ist es eigentlich genauso. Man kann entweder hinten anfangen abzufällen oder aber vorne. Ja, finde ein paar echt gelungene Neuerungen beim Fell und schaut es euch mal genauer an.